Willkommen zum neuen Video. Ich habe neulich eine Umfrage gemacht, dass ich zwei Bikes zur Verfügung habe. Den Tracer und das Dreirad. Und ich habe euch abstimmen lassen und wir sehen, dass das Dreirad gewonnen hat. Mit 52%. Und ja, hier ist das gute Stück. Ich mache jetzt noch schnell eine Story. Gut, fangen wir an. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie das Modell heißt. Hier steht es Niken GT. Mach mal aus. Wir haben hier den gleichen Motor wie bei meiner Yamaha MT-09. Sprich den reinen Dreizylinder. Ja, was halt besonders ist, sind diese zwei Räder vorne. Ich bin schon ein bisschen gefahren. Es fühlt sich echt krass an in den Kurven. Nicht irgendwie unsicher oder so. Und was ganz krass ist, ist der Einschlagwinkel. Also man kommt wirklich einlenken und man fährt quasi immer, also der Einlenkwinkel, man kann quasi extrem leicht wenden. Ja, Originalauspuff, ja, ich kenne mich da nicht so viel aus, deswegen labere ich nicht viel rum, sondern wir fahren einfach eine Runde, mal gucken, was geht. Wheelie, Sound, Speed, Kurven und ja, das mache ich jetzt einfach mal. Ich kann jetzt leider nicht unterm Fahren reden und meine ganzen Sachen, die ich sagen will, euch sagen, weil ich kein Mikro habe. Deswegen hört ihr einfach den Motorsound, wenn irgendwas zu hören ist. Und wenn irgendwas ganz ausschlaggebend ist, dann halte ich einfach später nochmal an und sage euch das. Klar, ist halt gefühlt ein Schiff, aber Fahrspaß ist schon da. Wir haben auch dasselbe Menü wie bei der Yamaha. Fahrmodi und eben PCS, genau. Schaue ich jetzt einfach mal. Dass man irgendwie umfällt oder so, hat man nicht. Jetzt zeige ich euch mal diesen Wendewinkel, also komplett einschlagen. Man fährt quasi fast im Kreis, ja, schon krass. Leider sagen, Wheelies sind echt schwer. Entweder dreht der Reifen durch oder die kommt einfach nicht hoch. Das ist ein kritisches Thema. Es gibt bestimmt welche, die irgendwie hoch also wheelen können, aber ich tue mir echt schwer und ich fahre jetzt einfach noch mal kurz auf die Autobahn und schau, was sich rausholen lässt.
So, das war's auch schon mit dem Video. Mein Fazit zu dem ganzen Bike. Es ist ein gutes Motorrad, es macht Spaß. Es ist, fühlt sich sicher an, auch nicht in den Kurven schwammig oder sonst was. Auf der Autobahn ist es okay, aber es ist, glaube ich, irgendwie abgeriegelt auf 203, 204 oder so. Ist ein bisschen schade, weil es auf jeden Fall mehr könnte, auch wie meine MT. Aber ja, ist auf jeden Fall geil zum Fahren. Für Leute, die aber Wheelies machen wollen, ist das nichts. Also ich könnte jetzt bestimmt auch eine Woche fahren, dann würde ich den einen oder anderen auch hinkriegen im ersten, aber ich will da jetzt auch nicht übertreiben. Von dem her lasse ich das einfach so stehen. Und ja, super Fahrverhalten. Ich würde es auf jeden Fall nochmal fahren, aber mir nicht kaufen.